Hallo, meine professionellen Philosophen und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschigen Wünschen hier bei Stardew Valley. Schön, da sind wir wieder. Du machst es schon. Du bist super, du kriegst das hin. Und mein Kleiner, du machst wieder Unsinn? Na, würde ich auch machen. War noch Silber. wie sieht eigentlich aus? Heute sind zwei Tage, wo nichts ansteht. Wir wollten mal ein paar Häuser besuchen. Habt ihr mir auch in die Kommentare reingeschrieben, dass ihr mal ein paar Häuser besuchen sollen? Moses, klar und sonnig. Und der Wahrsager sollte, sagte, wir haben ein wenig extra Glück. Wir haben schon wieder viel zu viel Hopfen. Was haben wir denn hier noch? Eigentlich Hopfen. Hey Frankie, ich habe so viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst damit etwas anfangen. Yep, wahrscheinlich. Irgendwann mal. Können wir mal sehen. Gucken wir mal. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. The Pasture. So. Ja, und dann sammeln wir jetzt alles einfach ein bisschen ein, ne? So wie wir es immer machen. Dann gehen wir nach drüben, machen die Tiere fertig. Und wenn wir das dann erledigt haben, gehen wir mal gucken, wer was wo macht. Vielleicht treffen wir irgendjemanden irgendwo dann an. Vielleicht kriegen wir irgendwie die Geschichte. Ich soll ein paar Häuser besuchen, habt ihr gesagt. Da könnte ich mal ein paar Geschichten abgreifen. Gut, darum war jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll. Aber egal. Und genau. Wir machen Luki. Ja, hier, nimm doch einfach mal mit. Genau. Und, schauen wir mal, was wir das noch machen. Kohle war immer noch ganz wichtig. Ne, wir brauchen immer noch Kohle. Vielleicht sollten wir uns da mal wieder. Oh, warte mal, da habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht sollten wir uns mal auf den Weg für die Kohlen machen, damit wir. Du weißt was, dann kannst du hier auch schon gleich drumherum sammeln. Damit wir dann die Fässchen, die Einlegefässchen auch nochmal fertig kriegen. Das wäre nochmal ein ganz guter Vorteil für uns, weil dann kriegen wir mehr alle drei Tage heraus. Dann können wir auch die Preiselbeeren dann nämlich fertig machen. Weil bis wir mit dem Feuerei Geld machen, werden wir erstmal noch über die Preiselbeeren halt gehen. Dauert halt eine Weile. Wir machen nächsten Monat dann die Preiselbeeren. Da werden wir nochmal den Schnellwachstum gedöns machen. Weil wir, glaube ich, noch nicht so schnell den Aal da fertig kriegen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, muss ich den da jetzt einfach drinnen lassen? Oder wie mache ich das? Die Fische scheinen zu gedeihen. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich das nachher hier verhält. Müssen wir mal gucken. Das wäre nachher auch interessant zu wissen. So, hier kommt es mal rein. Das ist genügend. So. Ach, Snuffy-Buffy. Hier, oh, mein Kleiner. Alle Klärchen. So, wie sieht es hier drin aus? Hier dürfte noch nicht sein, weil die müssen erst die... Verdammt. Oh, die, ich hab da doch... Hä? Wisst ihr, was mir da gerade so ein bisschen fehlt? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die... Sprossen sind, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die gesprossen sind. Das wundert mich gerade. Jetzt ist doof, weil jetzt ist nur das Bier. Na gut, ein Tag und dann geht das schon. Dann hängen wir da so ein bisschen hinten dran. Ne? Dann kriegen wir das auch schon hin. Oh, wir werden niemals, also wir werden so viel Wein zwar kältern. Aber wir müssen auf jeden Fall dann nochmal so eine Brauerei aufmachen, wenn wir dann das Bier brauen zum Bleistift. Wäre auch der uralte Fruchtwein, den, der wird feuerfertig sein, als der dann sozusagen, wenn wir den da unten weiterarbeiten lassen. Bin gleich bei euch. Stimmt wieder Bertrand. Ja, die 100 Stück haben wir. Ich habe über 100. Wundert mich, weil ich habe diesmal nicht, ich habe darauf geachtet, aber diese, die haben da immer diese braunen Nüsschen sozusagen da so ein bisschen dran, wo sie dann halt ja dann aufgehen und da habe ich nichts gesehen gehabt. Das hatte mich jetzt verwundert. So, den haben wir auch wieder. Zack. So, jetzt können wir die Tiere machen und dann sind wir hier auch gleich mal fertig.
Danke dir. Ja, nochmal danke dir. Ich soll nur gucken, dass die mir nicht meinen Trüffel wegfüttern. Irgendeiner hat jetzt zwischendurch 100 pro mein Trüffel gefüttert. Da hinten war noch einer. Warte mal. Hier hinten ist irgendwas. Hier hinten ist irgendwas. Ah, guck mal, da. Uah, 4 Trüffel. Da gibt's dann heute mal wieder die 4000. Ich habe es schon. Gut, haben wir alles. Sehr gut. Also erstmal zweimal Trüffel rein. Dann nehmen wir die Milch. Ich glaube auch nicht, dass wir jemals den Käse dann haben. Ich glaube, wir werden so viel Wein dann drin haben, dass wir niemals den Käse wirklich weiter vorantreiben können. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Nee, ich glaube, das wird so ein Ding werden, dass wir den Käse niemals loswerden. Das ist unser Problem. Also dann müssen wir mal gucken. Okay, warte mal, meine Damen und Herren. Da ist meine Töchterchen hier. Komm, muss gut in die Pause. Gleich wieder durch. So, dann geht's weiter. Ich packe dich wieder rein. Dann hole ich dich wieder raus. Und dann packen wir das nochmal rein. Und dann... Wo gehen wir jetzt genau hin? Wir haben jetzt ja heute nicht so viel vor. Also wir gehen mal jetzt mal wieder so ein bisschen die Häuser mal kurz ab, weil wir haben ja schon eigentlich einiges von den Dingern gemacht. Das heißt, das sollten wir auch mal die Häuser mal ein bisschen ablaufen, habt ihr mir auch nicht komisch geschrieben, um da mal ein paar Geschichten abzugeben. Wir werden es so machen, dass wir nicht jedes Mal, sondern pro Folge ein, zwei Geschichten, weil wir ja noch eine Weile auch spielen werden. Harry geht jetzt weg. Ich hoffe, dass wir jeder irgendwas kriegen. Aber wir können ja trotzdem mal rein. Manchmal hat es ja trotzdem eine Geschichte gegeben, auch wenn derjenige nicht da war. Hallo? Keiner da. Dann gehen wir mal zu Pierre rein. Hallo? Wieder da, aber ich brauche nichts. Tschüss. Und hier? Ist auch nichts weiter? Gut. Oh. Also Leute, wir haben uns wieder einmal zu einem ganz besonderen Anlass versammelt. Ein seltener Besuch eines sehr lieben Freundes. Mein weltberühmtes Riesenomelett. Pikante Paprika, saftige Tomate, reichhaltige Champignons und würzige Käse. Alles umhüllt von einer Decke aus reichhaltigem, flaumigem Ei. Haut rein, Leute! Was mit mir? Willi, was hältst du von dem Zeug? Ja, die Pilze sind ein bisschen schwerer als im letzten Jahr. Na, ist das was Gutes? Ei, Bursche. Ja, es ist gut, dass ich gut ist. Und es schmeckt auch besser, weil es aufs Haus geht. diese Eier sind so reichhaltig und gelb, Mani. Sind sie von dir? Nein, du kannst Felge drüben bei Lolski-Hof danken. Das ist ja süß. Lolski-Eier. Das ist geil. Jo. Das finde ich jetzt irgendwie wieder gut. Wenn man das Mani ist dadurch jetzt doch... Ach, deswegen ist die wahrscheinlich so hochgestiegen, weil wir dieses Ding hier noch gemacht haben. Nee, danke dir, passt schon. Welche Nummer rein? Hier gibt es noch mal ein Event mit ihm. Nö, gibt's nichts. Okay, schade. Aber dann haben wir ja eigentlich hier so ein kleines Event gemacht. Ich würde sagen, das reicht. Dann hätten wir sogar schön was, wo wir gesehen. Wir können es noch ein bisschen aufnehmen, ne? Wir dürfen nicht vergessen, also wir sind locker noch mal 30, 40 Folgen unterwegs. Da werden wir noch einiges an Geschichten brauchen. Deswegen würde ich so sagen, wir gehen mal heute. Nee, erstmal machen wir das mit dem Trüffelöl. Was war das für ein Plupp? Warst du das jetzt? So. Und dann erledigen wir mal noch das. Wow! Nochmal Trüffel. Holla, die weit für erst bringen sie gar keinen Trüffel und jetzt machen sie gleich hier. Genau.
Ihr sagt es. Verdammt, wir sind nicht fertig. Also ihr könnt gerne noch mal einmal Trüffel machen. Da könnte man noch mal eine ganze Fuhre machen. Wäre immer gut. Je mehr Fugen, desto besser. So. Naja, würde ich sagen, wir gehen mal in den Steinbruch. Nee, warte mal. Eine andere Sache ist auch fertig. Der Mayo müsste fertig sein. Ja, ich bin ein bisschen uneinig. Das war nicht schlimm. Das meiste kommt ja dann im Herbst dann. Da müssen wir nochmal drauf achten, im Herbst, wenn es regnet. Nee, du sollst es nicht essen, du sollst den dann nutzen. Gerade fertig geworden. Im Herbst, wenn es regnet, müssen wir... Ich glaube, das war Flussstrand irgendwas gewesen. Muss ich aber nochmal nachlesen. Da lese ich auch nochmal nach. Da holen wir dann den letzten Fisch. Wenn wir den letzten Fisch haben, dann ist das Gemeinschaftszentrum fertig. Und dann können wir, gehen wir, glaube ich, in die nächste Story hinein. Die nächste Story, das wird dann bestimmt schon super interessant werden. Ich glaube, dann ist es aber erstmal noch mit dem Zauberer das Ding. Und danach kommt erst das Thema mit, wie ihr sagt, mit der Insel, glaube ich. Könnte sein. Egal, wir ziehen jetzt von dannen. Wir gehen mal zum Steinbruch. Gucken wir mal, was wir hier wieder so drin haben. Genau, wir sollten auch hier im Steinbruch die letzten Bäume jetzt dann aber auch wegfällen. Das hatten wir auch gesagt. Wir wollten das jetzt mal wieder ein bisschen freiräumen. Das, was jetzt noch da ist und herauswächst, das lasse ich jetzt. Wir pflanzen nichts mehr Neues. Aber wir nehmen jetzt alles andere nehmen wir raus. Und, oh, was war das jetzt? Irgendwie der Bildschirm noch ein bisschen bewegt. Aber ich habe mir jetzt Just for Fun mal geguckt, weil ich mir mal, ich gucke ab und zu mal, wie die Videos, welchen Let's Plays und so weiter ablaufen. Da musste ich mal echt gucken. Das allererste Let's Play, was ich ja gemacht habe, war ja Elex auf dem Kanal. Boah. Und wenn ihr mal so einen Vergleich ziehen wollt, wie das so war, müsst ihr mal da reinschauen. Aber nicht wundern, die Qualität und Co. ist ein bisschen, ja, da habe ich wirklich angefangen. Ich habe wirklich einfach angefangen damals. 2021, Ende 2021, so August 2021 war das gewesen, also wir sind jetzt schon über 2 Jahre dabei und da habe ich dann einfach angefangen und hatte ich gar keinen Plan, was ich da mache, wegen Einstellung, Sound und keine Ahnung was und muss einfach mal reingucken. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das so findet, so das Ding damals, wie auch das vom Aussprache und ähnliches, also es war eine ganz andere Kategorie. Würde mich ja mal interessieren, was ihr so dazu sagt. Weil das sind so, ich werde es auch niemals rausnehmen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es super interessant, wenn du halt so ein altes, wenn du so ein uraltes Let's Play dann da drinne hast und wenn man so wirklich so einen Vergleich ziehen kann, das finde ich voll toll irgendwie. Zumindest war ich ruhiger damals gewesen. Ja, das kann man schon sagen. Also damals war ich wesentlich ruhiger, weil ich dann wirklich noch auch gar nicht wusste, was sagt man denn da? Was darf man denn sagen? Und mittlerweile ist so. Hat schon einfach drauf los. Muss schon sehen. Irgendwann wird schon aus dem Mund rauskommen an Wörtern und dann nimmst du das einfach. So, gut, dann machen wir jetzt hier ein bisschen mal die Steinarbeit, Eisen und Dings. Ich hoffe immer daraus, dass dann da Kohle rauskommt aus den Steinen. Wäre natürlich total wunderbärski, aber naja gut. Ja, ich weiß, wir wollten auch noch Kohle sammeln, aber ich wollte mich jetzt erstmal das machen. Kohle machen wir dann am nächsten Tag. Dann können wir dann am nächsten Tag nochmal Kohle sammeln. Können wir unsere Frau nicht einstellen, dass die das immer sammelt, die ganzen Sachen auf dem Hof? Das wäre doch eigentlich ideal. Wir pflanzen, bauen alles an, gießen. Ha, das wäre dann nicht mehr. Und sie sammelt dann einfach alles ein. Das wäre doch toll. Oh, ich habe deine Sachen gesammelt. Hast ja eine Truhe dahingestellt. Das passt mir. So, siehst du, sehr schön. Sieht auch hier schon wieder ein bisschen sauber aus. Warte mal, wir hatten ein Monsterziel, glaube ich, erreicht. Ne? Da müssen wir nochmal zu Hillmusten. Oh, ich muss mal die Sachen mir wieder nehmen und hier verkaufen. Hätte ich jetzt auch machen können. Oh, aber ihr kennt mich. Der Vergisskopf vom Herrn. Gil, was hast denn du da? Ein Schutzhemd zum Beschützen deiner Birne. Na gut, danke. Wie sieht denn das aus? Ne, wir bleiben der Strohtyp. Wir bleiben der Strohtyp, wir bleiben der Strohtyp, wir bleiben der Strohtyp. Shit, jetzt habe ich jetzt zu lange gemacht.
Kette nochmal wegen dem Trüffelöl. Na egal, ist es halt so. Dann ist es eben so. Wir haben ja auch noch gesagt, wir machen das nie perfekt, so ein bisschen, ne? Mahagoni-Setzlinge ist gut, dass wir die dann auch mal wieder haben. Ich packe ihn jetzt erstmal da rein, weil es gerade noch passt. Weil eigentlich sollte ich mir in der Kiste für drinnen noch suchen, habt ihr ja gesagt, wo ihr ja auch recht habt. Aber machen wir noch. So, wir stellen aber trotzdem die nächste Trüffelöl schon mal für morgen ein. Dann können wir trotzdem morgen nochmal ein Trüffelöl machen. Und dann haben wir morgen drei Trüffelöl. Ist doch okay. Ding, 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 ding. Nein, du sollst kein Trüffel, nein, du sollst kein Trüffel essen. Lolololololol. Guten Tag, die Damen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich müsste aber eigentlich... Hey, gib mir meine Maus wieder. Ich glaube, ein Trüffel müsste ich aber hier einmal reinpacken. Ne? Trüffelöl habe ich ja verkauft. Aber ich glaube, genau. Wir werden morgen nicht einen Trüffel dann da haben, denn ich werde heute einen Trüffel verkaufen. Was heißt noch dabei? Ich würde gerne versuchen, die Dings abzuschließen. Ich würde gerne, also gut, es geht, alles einsammeln und das halt abschließen. Das wäre halt voll ideal. Und deswegen werden wir das jetzt mal da reingeben und werden das jetzt einfach heute mal verkaufen. So, du da rein, du rein und du rein. Ja, wir werden nicht noch eine Geschichte heute machen, weil ich würde gerne, wie gesagt, wirklich das machen, dass wir die Geschichten nach und nach dann mitnehmen. Ne? Also peu à peu. Wir haben ja die blaue Kiste, da ist halt, glaube ich, noch ein bisschen Platz, können wir noch machen. Wir räumen hier drin auch noch auf. Haben wir bis jetzt, wir haben uns ja alles so nach und nach immer gemacht, das kommt dann auch noch. Jetzt kümmern wir uns jetzt mal um ein paar andere Sachen, dann kommt das hier und dann sind wir weiter. Ne? Also wir machen das nach und nach. Und hier bin ich mir noch überlegen, ob ich das überhaupt noch schaffe, weil bis der hier fertig ist, da habe ich ja schon wieder, ich habe ja jetzt schon die 100 uralte Fruchtwein. Sprich, kann ich die ja reinschmeißen und alles, was über die 100 uralte Fruchtwein rausgeht, kann ich eigentlich auch wieder verkaufen. Bin's Bett. Ja, mal gucken. Trüffelöl, was bringt Trüffel? Hm. Ein Trüffel bringt 1250, ein Trüffel bringt 1000. Ich glaube, wir sollten den Trüffel demnächst verkaufen und nicht mehr das Trüffelöl. Das Problem ist, weil wir den immer episch ernten, kriegen wir dafür mehr. Ich glaube, wenn wir den episch ernten, kriegen wir dafür mehr. Ach, Mist. So. Guten Morgen, Welt. Ich muss mehr Melonen essen, um gegen diese Hitze anzugehen. Das Interessante ist, dadurch, dass sie immer knuddeln einmal am Tag, mit ihr reden, gehen die Herzen nicht runter. Morgen hat Sam Geburtstag, Sam bringt gar nicht so viel. Da ist die Kleine. Wetter bricht für morgen. Ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Sam ist ja egal mittlerweile. Heute haben wir böse Geister. Oh Mann. Hey, eine Pizza für dich. Dankeschön. Ja, wie es sieht, werden wir jetzt wohl Trüffel einfach nur noch verkaufen. Ich brauche gar kein Trüffel mehr machen. Müsst ihr mir mal schreiben, ob das bei euch auch so war. Ach nee, wir haben aber noch den Perk Dings drin. Ne? Also solange wir den Perk erstmal drin haben, sollten wir das so verkaufen. Ich glaube, wir müssten es umspecken. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist aber nicht gerade wenig. Ne? Aber es ist nur 10%. Da sind wir nur 100 noch. Das wäre trotzdem nicht so viel, wie ich das jetzt habe. Ich glaube... Nee, warte mal. Nicht hier schon alles abernten. Was machst du denn da? Du solltest nur die Seite. Ich bin jetzt gerade am Nachdenken über... über den Trüffel und über den Perk, den wir ja haben. Müssen wir gleich mal nachschauen.
Müssen wir gleich mal nachschauen. Plump. Plump, plump. Was kommt denn ein? Kannst du jetzt ja wohl mitnehmen, okay? Machen wir den hier auch gleich weg. Bitte, dafür gibt es ja gar keine wirkliche Taktik, wie du was machen solltest. Bin ich der Meinung. Hallo, kannst du so oder so, so oder so, so oder so, so oder so. Mal jetzt hier was rein. Plump, 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 plump. Hier runter, dann gehst du da rüber. Tada! Ich glaube, wir werden wirklich dann den uralte Fruchtwein immer ein Teil vertickern. Genau. Sicher aus. Hier, wir essen Shane's Pizza, weil er sich dazu gesendet hat. Wollen wir da natürlich jetzt nicht dann länger durchlaufen lassen. Ja, mein Kleiner, dich streiche ich jetzt auch noch. Da, so. Und danach gehen wir auf jeden Fall in die Höhle und wir holen uns dann die Kohle. Weil ich will dann, wie gesagt, das Gelee. Nur die hatten hier so eine braune Stirn dran. Und eigentlich hätten die... Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich hätten die... Oh, yeah. Heute gibt's richtig Kohle. Heute gibt's richtig Kohle hier. Das Bier verkaufen wir so, weil bringt nichts, das, weil danach ist das uralte, der uralte Wein dran. Bringt es da nicht zu verbessern und ich glaube auch der Käse nicht. Wir werden ja immer reihum das dann haben, weil guck mal, wir haben ja so eine riesen Ansammlung von das. Aber dann nochmal so ein Ding, wo du wirklich jeden Tag, wo du jede paar Tage Bier dann reinbubbelst. Hallo, die Mädchen, das wäre dann natürlich auch krass. Du hast einen richtig krassen Schuppen, wo du die ganze Zeit Bier dann machst. Und dann hast du, glaube ich, auch alle, was waren das jetzt, drei Tage? Drei, vier Tage? Dann hast du immer Bier, 108 Bier. Warte mal. Das sind 57. 64. 100. 104. 5, 106, 107, 108. Müsste so passen. Ich glaube aber, du kriegst, du musst, ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht nicht sogar einen dann drüber lassen. Zwar einmal dann so lange Bier machen, sodass wir einmal eine Überernte haben von der uralten Frucht. Weil ich glaube, wir ernten, oder ernten wir 108 Früchte eigentlich? Kann sein, ne? Wir brauchen 108 Früchte jedes Mal. Ich weiß gar nicht, ob wir 108 ernten. Müssen wir nochmal schauen. Wenn wir 108 ernten, dann geht das ja eigentlich. Und wenn nicht, dann können wir das ja ein bisschen umändern. Trotzdem brauchst du dann jetzt nicht bis da rein. Den da noch? Den da noch? Warte mal, irgendwie ist es ungerade. Irgendwo ist einer, den habe ich nicht, ne? Da! Einer bewegt sich nicht. Wer ist es? Warte mal. Oh ja, wir haben immer noch 18 davon. Na, mal gucken, müssen wir beobachten. Oh, gibt's heute Dude Date mit Bier nochmal. Das ist auch mal ganz angenehm. Dann haben wir hier auch nochmal den Gelee. Auch nochmal Geld. Also Geld ist heute Jude. Heute ist Jude Gelder. Aber richtig Jude Gelder. Genau, warte mal, wir müssen mal gucken. Fähigkeiten. Nutzpflanzen sind nur 10% mehr. Das heißt, das ist ja keine Nutzpflanze. Die beiden sind top. Das ist eigentlich richtig top, wenn du dann halt auf Trüffel gehst. Aber ich finde es krass, dass Trüffel mehr wert ist als Trüffelöl. Im Endeffekt ist das eigentlich schon wieder ein Patch wert, wo er nochmal nachpatchen sollte. Wobei, nee, Trüffelöl ist ja schön. Aber ich glaube doch, dass der Trüffel auch immer mehr gehandelt wird, weil du mit dem Trüffel mehr machen kannst, bei den Kochzutaten, etc. pp. Deswegen, also, das ist eine schwierige Sache. Also, der da rein, der da rein. Money, 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 money. Nein, nicht das Mammut aus Ice Age.
Okay, ja, dann doch. Von Fanseite, schön. Waren typisch wieder die Kühe. Da sagst du Mammut aus dem Ice Age und dann sind die Kühe gleich wieder ganz wild. Ist ja mal wieder typisch hier. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich kann kein Autogramm besorgen, geht nicht. Autogramm kann ich nicht besorgen. Hier irgendwo noch ein Trüffel liegen? Kein Trüffel. Eine Trüffel. So, 1, 2. 1, 2. Sehr schön. Geht sogar auf. Na, jetzt wird ab sofort Trüffel verkauft. Also, meine Schmähnchens, besorgt euch mal Trüffel. So. Dann rennen wir fix in die Mine, sammeln da noch mal ein bisschen Kohle, was geht. Was habe ich jetzt den hier gestreichert, oder? Gut, gut, gut. Kein Honig. Streichen wir noch mal das Hündchen. Und wir machen uns dann auf. Ne, hatte ich schon. Hier haben wir jetzt eingestellt. Das haben wir eingestellt. Passt. Passt alles. Passt, passt, passt und wackelt und hat löst. So, drin damit, hin damit und jetzt geht's ab. In die Mine. Ich sollte mir echt bald dieses Buch kaufen. Guck mal, wir sind bei fast 400.000. Wenn wir es kaufen, dann haben wir immer noch genügend Geld, um auch dann aus diesen Einrichtungssachen zu bestellen. So, 65 war es, ne? Genau, wir gehen dann mal schon gleich eine Ebene ein bisschen drunter und dann lass uns mal hier gleich ein bisschen hämmern. Du bist ein ganz gemeiner. Du hast nur darauf gewartet, dass ich da hämmer. It's a hammer time, it's a hammer time. Wir brauchen coole, 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 coole. Da ist er. Eine Treppe zumindest. Da ist gleich schon mal ein. Da hörst du schon. Klang. Klang. Lang. Da seid ihr. Guck mal hier, meine Süßen. Nicht voll gemein, oder? Du bist schon wieder ein Kohle. Machst du das alles weg? Was liegt nur daran, weil der Entwickler vergessen hat, eine Kohleader reinzubauen? Zumal ja, es gab ja ein Kohlebergwerk mal hier. Es gab ja mal ein Kohlebergwerk. Laut George' Geschichte gab es ein Kohlebergwerk. Und die Geschichte übrigens, die wir jetzt bei Goose hatten, das war 100 Pro von den Eiern her, die wir ja gemacht hatten, von der Quest. Und, genau. Das Einzige ist, habt ihr schon mal diese eine Quest mit dem prismatischen Schleim? Hattet ihr schon mal den prismatischen Schleim gehabt? Und wo müsste ich auf welcher Ebene denn schauen, wenn man den, wenn es den halt gibt? Das wäre halt noch interessant. Da könnte man die Quest ja auch mal machen und dann könnte man sich ja darauf hin. Oder musst du halt x Ebenen machen oder x Schleime töten. Das wäre halt immer sehr wichtig schon zu wissen. Wenn ihr mir das nämlich sagt, dann könnte ich mich demnächst mal darauf konzentrieren, dass wir die Quest dann noch machen. Zumal. Man merkt, wir haben eher Pech. Erstens kriegen wir die ganze Zeit irgendwelche Fledermäuse. Ja, na klar, noch eine Fledermaus und noch eine Fledermaus. Ey! Kann ja mal eine Wahl sein. Hier ist mit rübergekommen. Da ist wieder zigtausend Eisen, das bringt mir aber alles. Genau, ich brauche nur die Fussels. Ich brauche eigentlich nur die Fussels. Dreh dich doch mal um! Oh, nein! Nein, tut es nicht. Schon wieder gar nichts. Also heute ist mit Kohle wirklich. No, 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 no. Nee, wenn ich muss mal wieder Bäume machen oder machen wir Kohle einschmelzen. Ja, ich könnte das ganze Eisen mitnehmen, aber das Eisen ist für mich jetzt mal nicht relevant. Wir haben so viel Eisen. Das ist gleich doppelt gut. Das können wir nämlich gleich die Treppe. Doppelt die Treppe. Gut. Eisen ist zweitrangig jetzt gerade mal, weil. Wieder.
La 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 la. War jetzt aber nicht clever. Boah, Hilfe. Ihr habt eh alle Probleme heute. Kohletasche, oh Mann. Ich würde die gern wieder ernten. Die würde ich echt mal wieder gerne, dass man die irgendwie auffüllen kann oder sowas. Das wäre toll. Einfach nur wieder auffüllen, dass du die wieder nutzen kannst. Und das bisschen, was wir hier an Kohle herausbekommen, ist nicht gerade viel. So. Na dann. Gucken wir mal die Treppe. Oh, Kohle rausbekommen. Das ist gut. Einfach mehr Kohle aus den Stein zu bekommen, wäre schon toll. Müssen wir mal gucken, ob es nicht irgendwas mit dem Geo-Dinger gab. War das nicht da irgendwas? Warte mal, der hasste doch. Minengeologe. Bestimmt wahrscheinlich auch Edelsteine in Paaren auf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Geo gefunden werden, ist verdoppelt. Das ist schon mal gut. Da müssen wir aber nochmal gucken, welche Varianten es da noch gibt. Weil wenn wir nicht, müssen wir da mal auf Kohle umsteigen. Würden wir uns ja eigentlich mal umändern lassen. Weil jetzt eigentlich wichtiger ist, dass wir Kohle bekommen. Mit höherer Wahrscheinlichkeit. Aus jedem Stein Kohle oder sowas. Boah, das wäre genial. Aus jedem Stein Kohle. Oh yeah. Ach komm, ist was. Ist jetzt eh heute eh ein komischer Tag. 8 Stück haben wir. Wir könnten sozusagen ein Fass bauen. Yeehaw. Aber immerhin. Mine verlassen. So, wir fahren jetzt zurück. 21 Uhr. Und, boah, dann haben wir das schon nach erledigt, ne? Das war's. Das war's dann. Schön. Da rein. Da rein. Da rein. Und du da rein. Gut ist, wir brauchen hier diesmal keine Früchte dann für den nächsten Monat suchen, weil wir bauen das alles um und das passt dann. Aber hier bauen die keine Trüffel rein, ne? Aber da kommen keine Trüffel rein. Leider. Leider, leider, leider. Ding, ding. Leider, leider, leider. Ding, ding. So. Ah, Mist. Hat nicht gereicht für mehr. Aber na gut, ist ja nicht schlimm. Dann habe ich es wieder vergessen. Dann mache ich die Eier wieder jetzt so. Und dann haben wir die am nächsten Tag. Ich müsste die auch schon wieder mehr aufbauen. Ich müsste jetzt wirklich, dass ich dann auf 9 müssten es jetzt sein. Ne? Weil ich habe jetzt hier 7 und 2 nochmal reingepackt. Das sind 9. Also auf 9 Mayonnaise-Maschinen gehen. Dann würde es immer am Abend fertig sein. Was kostet das denn? Eine Eimaschine, Holzstein, Erdkristall, Kupferbarren. Oh, warte mal. Holz, 15 Stein. Und 2 Erdkristalle. Das ist ein Smaragdminium. Und du brauchst 2. So. Einfach nachordern. Ordern wir einfach nach. Machen wir einfach so. Warum nicht gleich? Ne? Packen wir morgen schon rein und können wir die alle mit einmal erledigen. Und dann ist dies auch fertig. So, meine Damen und Herren. Aber ich glaube mal, das war's dann für heute. Die schlafen alle schon. Haben wir eine kleine schöne Story gesehen. Morgen gucken wir wieder rein, wo wir nochmal ein bisschen Story finden oder nicht. Sehen wir mal dann. Kommt Zeit, Konrad. Ihr kennt das ja. So, was sieht's denn hier aus? Oh, la, 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 43.745. Da, helles Bier natürlich, volle Kanne reingeballert. Nur klar, natürlich noch die Preise Bergelee mit den 200G. Mayonnaise noch, Schattenmayonnaise. Also, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Wo du ja hier 1.065 hast, ne? 1.065, also da hast du ja fast 200 mehr. Also fehlen so knapp 375G, hätten wir mehr einnehmen können. Dann wären wir auf der 44.000 mehr. Nein, Spaß ist dann erstmal noch immer. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt mir so mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Sam hat zwar Geburtstag, wir werden uns aber wahrscheinlich eher nicht darauf konzentrieren, weil Sam hat schon 8 Herzen, da können wir das Ganze in Ruhe lassen. Wir gucken nochmal die Häuser ab, ob wir irgendwo wieder nochmal eine Geschichte kriegen. Das wäre natürlich interessant, ob wir irgendwo nochmal eine Geschichte kriegen. Und dann, was machen wir noch? Ah ja, genau, Mine, Kohle auf jeden Fall. Vielleicht machen wir aber auch ein bisschen Holz hacken und machen wir ein bisschen Kohle wieder selber. So dass wir ganz schnell auf die Festung kommen, damit wir mehr Gelee fertig kriegen. Das wäre natürlich ideal. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.